Eine ganze Stunde bin ich da in der Gegend rumgefahren, bis ich den Jungen da reinbringen konnte. Ich war so fertig. Ich war selber so fertig, ich habe überhaupt nichts gemacht mit ihm. Also jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Also wenn es hochkommt, dann habe ich vielleicht ein, zwei Mal bei mir onaniert neben dem Jungen. Ich bin in der nächsten Nacht erst bin ich wieder in die Höhle. Als ich Werners Leiche wiedergesehen hatte, die habe ich ja erst mit dem Hans vergraben. Da habe ich mich vor den Verwesungserscheinungen geekelt. Vor den Maden und was da alles krabbelte. Wobei, die Rückseite des Gesäßes, der Rücken, die Beine, waren alles völlig unversehrt. Das hat mich dann doch trotz allem etwas erregt. Der Werner hatte einfach einen ausgesprochen schönen Körper, nie? Und ich habe mich daran gefreut, wie schön das aussah. Natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass ich die kaputte Seite nicht zu sehen bekommen habe, ja? Ich habe mir einfach vorgestellt, er wäre ganz. Wenn es vergraben war, wenn ich mich an meine Taten erinnert habe und auch daran gedacht habe, dass neue Taten kommen sollten, dann war mir das sehr angenehm. Seit den 6 Jahren, die ich jetzt sitze, verstehe ich mich mit meinen Eltern so gut wie noch nie. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich heute ein ganz besonders lieber Junge bin. Ich bin vielleicht heute wieder der liebe Junge, der ich mit 9 oder 10 mal war. Das mag sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, von meinen Eltern irgendwann mal getrennt zu sein. Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dass meine Eltern mal sterben. Das ist für mich ein völlig, völlig unerträglicher Gedanke, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe meine Eltern sehr gern. Wenn die hier zu Besuch kommen, ja, dann freue ich mich, dass sie eine Viertelstunde da sind. Auf der anderen Seite reicht mir diese Viertelstunde aber auch durchaus. Ja. Also da will ich mal ganz ehrlich sein. Ich bin nicht gern im Knast. Aber immer noch lieber im Knast, als dass meine Eltern den ganzen Tag an mir rumvorwerken können. Wenn wir 3 zusammen waren, waren wir immer einsam. Wir waren alle 3 nicht richtig fähig, uns irgendwann mal zu sagen, ich hab dich lieb. Das haben wir auch nie gemacht. Da
gab immer einen Hauch von Eis zu Hause bei uns. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Für mich? Ja, wollen wir nicht erst mal ein Weihnachtslied singen? Ach nee, lass doch. Ich bin ja viel zu groß für. Kindermörder singt Weihnachtslieder, da sollte man nicht verrückt werden. Ich hab gedacht, vielleicht kannst du ja an so einem Abend mal deine eigene Schlechtigkeit etwas vergessen. Aber es hat immer irgendeine Spannung in der Luft geknistert, sodass man genau gewusst hat, es wird ja doch wieder scheiße. Dankeschön. Weihnachten. Ja. Fröhliche Weihnachten. Danke. Na, wie ist das? Kommt ihr denn endlich? Prima. Und was machen wir jetzt? Gar nichts machen wir jetzt. Willst du nicht mal nachschauen, was wir dir geschenkt haben? Ernsthaft gedacht, springst du nun aus dem Fenster oder nicht? Warum hast du die Hölle hier? Warum wäre es besser, tot, als sowas mitzuerleben? Weil ich ein Mörder bin?